Herzlich willkommen zu meiner Interviewreihe Blick hinter die Kulissen der Lebensbühne. Lebenskünstlerin und Lebenskünstler im Gespräch. Heute freue ich mich ganz besonders auf Walid Azag, der mit Herz und Humor nicht nur viele Frauen verzaubert, sondern viele zum Lachen bringt. Der feste Comedian mit dem französischen Akzent, der sich seiner Wirkung und Anziehung sehr wohl bewusst ist und damit auch spielt. Liebe und Leidenschaft nicht nur in seinen Programmen einen Schwerpunkt haben. Humor, Optimismus ist die beste Medizin, gerade in schwierigen Zeiten eine wichtige Säule der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit. Ich darf gespannt sein, wie sehr uns Walid mit seinem Charme und Humor in seine Welt entführt. Auch wenn der Vorhang für lange Zeit geschlossen war und ist, so öffnen wir die Lebensbühne für Walid und gewinnen Einblick in die Höhen und Tiefen seines Lebens. Wie ihm Humor, Liebe und Lebendigkeit geholfen haben, Krisen auch zu bewältigen. Ich lasse mich überraschen, wir haben nichts vorbereitet. Walid weiß meine Fragen nicht. Wir sprechen über Liebe, Sex, Beziehungen, Krisen, Humor und vieles mehr. Diese Momente sind mit Sicherheit genussvoll, heiter und inspirierend. Bevor wir anfangen, zur Einstimmung ein kurzes Video. Meine Mutter ist eine französische Katholikin und mein Vater ein muslimischer Tunesier. Das heißt, ich bin eine Art mexikanischer Jude. Eine Art Antonio Banderas Cohen, wenn Sie wollen. Ich hätte hier meine Premiere am 17. März haben sollen, 5 Tage vorher abgesagt. Kurz davor hatte ich auch meinen Job, meinen bankangestellter Job, gekündigt, um Vollzeitkünstler zu werden. Ja, ich habe immer so einen guten Sinn für Timing gehabt. Lieber Walid, du bist gebürtiger Tunesier, in Paris und Frankfurt aufgewachsen, bist seit 2007 in Wien, vom Banker zum Kabarettisten. Du hast den Sprung auf die Bühne gewagt. Magst du uns vielleicht erzählen, wie du dies erlebt hast und was dich inspiriert hat, diesen Sprung zu wagen? Hallo, erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit dir und mit Happy. Und erste Korrektur, ich bin Tunesier, ich bin auch Franzose, ich bin beides. Ich habe beide Nationalitäten, also ich bin Franco-Tunisien, sagt man auf Französisch. Und ich fühle mich genau sowohl Franzose als Tunesier. Der Sprung von der Bank zur Bühne war ein logischer Schritt von mir, weil ich habe es schon neben der Arbeit, nebenberuflich schon gemacht, jahrelang eigentlich. Also es war ein Hobby, der dann immer ernster und ernster wurde und dann irgendwann kann man beide Sachen nicht mehr wirklich Vollzeit machen. Oder man muss irgendeine opfern, zugunsten der anderen, und es war okay, jetzt muss ich jetzt meine künstlerische Aktivitäten opfern für die Bank oder umgekehrt, und ich habe die Bank geopfert und das ist gut so. Und wie lange machst du das jetzt schon hauptberuflich? Seit mehr oder weniger seit Corona angefangen hat, also seit der offiziell, ich habe meinen Job verlassen im November 2019. Dann, das heißt, wie viele Auftritte hast du da gehabt? Wie viele Auftritte habe ich gehabt? Also vor der Krise noch? Vor der Krise noch? Insgesamt, meinst du? Ja, also nicht so viele. Du meinst insgesamt? Ja. Ich hab schon über zwischen 150 und 200 Auftritte schon gehabt. So viele, okay. Ja. Und ich zähle auch Open Mics, ich zähle auch. Alles, ja. Für mich ist jeder Auftritt ein Auftritt, auch wenn es kleine Bühnen oder mit Mixshows oder Open Mics. Also ja, gut 100. Du bist offensichtlich ein Talent und trägst die Fähigkeit, andere zum Lachen zu bringen, schon lange in dir, vermute ich. Wann hast du diese Fähigkeit entdeckt? Ich war der Entertainer in der Familie, immer, der immer Blödsinn macht und die Leute zum Lachen bringt oder zum Weinen, je nachdem. Und ja, das war schon immer in mir. Das war schon immer in mir, aber irgendwie mit dem Leben, irgendwie kommt man zu Vernunft, irgendwie in Anführungszeichen. Ne? Man muss was Normales studieren oder was weiß ich. Ich komme nicht von einer Künstlerfamilie, deswegen war es nicht für mich ein Weg, der sich von selber gebahnt hat wie viele Künstlerfamilien, wo die Familie ist in Kunst, also automatisch
wächst man in diese, das war überhaupt nicht der Fall bei mir. Aber es ist irgendwie, das Leben hat es so gemacht und es ist, ich bin ein Künstler und war ich schon immer und es hat Zeit gebraucht, bis ich das wirklich realisiere. Und du hast in vielen Kulturen gelebt, du bist und lebst Multikulti. Was hat dich inspiriert, durch die unterschiedlichen Kulturen zu wandern? Ich bin mittlerweile verwirrt, weil ich habe so viele Kulturen und so viele. Meine Mutter ist eine katholische Französin, mein Vater ein muslimischer Tunesier. Das heißt, was bin ich? Was bist du? Ein mexikanischer Jude, sage ich immer. Ein Sizilianer eigentlich. Ne? Also zwischen Frankreich und Tunesien liegt Sizilien. Und eigentlich die Sizilianer sind, werden nie sagen, dass sie Italiener sind. Sie sind fast Nordafrikaner eigentlich. Also ja, ich bin irgendeine Mischung und plus ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und Deutschland von klein auch aufgewachsen? Nicht von klein, auch von 10 bis 16. Also die Adoleszenz habe ich dort verbracht. Und das prägt auch jemand. Das heißt, ich habe irgendwie diese deutsche Genauigkeit irgendwie auch und Pünktlichkeit habe ich nicht mitgenommen. Aber ich bin geprägt von sehr vielen Kulturen und ich bin so daran gewöhnt, es fällt mir leicht. Wenn du mich jetzt nach China schickst, ich verbringe 6 Monate dort, dann werde ich mich von der Kultur prägen und werde auch ein Einheimischer sein, genauso wie ich jetzt ein Wiener bin. Das heißt, die Vielfalt der Kulturen hat dich natürlich auch sehr geprägt und auch inspiriert. Aber was fasziniert dich so an diesen unterschiedlichen Kulturen? Also was nimmst du denn so mit von jeder Kultur, wo du sagst, aber das ist bereichernd für dich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aus Tunesien nehme ich die Gastfreundschaft, das Familiensinn, das die Araber haben. Obwohl Araber, ich bin eher Berber, meine Familie hat eher einen berberischen Hintergrund. Und das Feuer, das Temperament von mir. Aus Frankreich, von Frankreich nehme ich die L'art de vivre, des Lebens, wie sagt man, L'art de vivre. Kunst des Lebens, sagt man auf Französisch. Das heißt, Lebenskunst. Ne? Lebenskunst und Lebens... das Leben genießen, ja, dass man... Obwohl die Tunesier sind auch so. Ich nehme den... diese ein bisschen rebellisch, diese Rebell und Menschenrechte und das Ganze, das ist auch schon was sehr Französisches und... dass man auf der Straße geht und protestiert, auch wenn man nicht weiß, worum es geht. Aber und so ein Gemeinschaftsgefühl hat, oder? So ein Gemeinschaftsgefühl ist so stark. Ja. Der Wein, der Käse und die Liebe, die Liebe von Frauen und die Liebe für Frauen verführen, aber ja, verführen, das Wort gefällt mir nicht so. Es gibt andere Wörter in Französisch, die ich finde, aber ich weiß nicht, wie würdest du das sagen? Flirten klingt. Flirten. Ja, aber es klingt ein bisschen. Du meinst ein bisschen was anderes, nicht? Also die Sinnlichkeit also vielleicht. Die Interesse, ich würde sagen. Die Sinnlichkeit, oder? Die Sinnlichkeit und die Interesse an Frauen. Die Franzosen, es geht nicht nur um Flirten, es geht auch sich an Frauen zu interessieren und sehr gerne Zeit mit ihnen zu verbringen, nicht unbedingt um etwas zu erreichen. Ja, das heißt, begehrst deine Frau und du wirbst um diese Frau mit Interesse, Beachtung, auch Hingabe, schenkst dir Zeit, Nähe, Aufmerksamkeit und Engagement. Und ich denke, das ist ja wie bei einem Theaterstück Anfang, es entsteht dann so eine sinnliche Spannung, es knistert und ja, bis zum Höhepunkt und ja, wie das Ende ausgeht, wissen wir beide nicht, aber das ist ja genau das Lebendige und auch das Spannende. Welches emotionale Souvenir hast du aus Deutschland mitgenommen? Deutschland, also die und mein Vater war immer, weil hat dort gearbeitet jahrelang und für ihn war es, er ist begeistert von Deutschland und die Disziplin und die Genauigkeit der Deutschen. Mein Vater ist ein Tunesier, 100%, und beschwert sich oft, dass
in unserem Land, generell in den arabischen Ländern. Wir sind unorganisiert, wir sind nicht so genau. Und das, was er in Deutschland gesehen hat, hat ihn fasziniert und beliebt. Deutschland und die Deutschen, weil sie so straight und genau pünktlich sind. Ja. Genau, und das schätze ich auch. Und auch diese Ehrlichkeit irgendwie. Also, es ist, ich weiß nicht, es ist ein bisschen generalisiert, aber schon, you know what you expect mit den Deutschen. Du wirst, die werden dich selten. Die spielen so wenig vor. Genau. Ja. Oder es kann schon passieren, ich meine, je nachdem. Ja. Aber schon, das ist schon, mit dem ist es straight. Es ist schwarz oder weiß. Was manchmal zu langweilig ist, vielleicht manchmal, aber auch, es hat auch, man weiß, was uns erwartet. Wo leben deine Eltern jetzt? Die leben zwischen Tunesien und Frankreich. Das heißt, sie sind auch von Deutschland weggegangen? Ja. Du bist dann 2007 nach Wien, ist das richtig? Ja, richtig. Was hat dich bewogen, nach Wien zu kommen? Der Job nach dem Studium war mein erstes Jobinterview in Wien. Was hast du studiert? Ich habe BWL studiert und Finanzen studiert. Wow. Ganz was anderes, ne? Ja, ja. Als du jetzt tust. So bin ich auch in einer Bank gelandet. Ja. Und es war schön. Ich habe mich sofort in Wien verliebt. Der erste Tag. Was hat dich fasziniert? Die Schönheit der Stadt, wie schön diese Stadt ist. Ich kannte Wien nicht. Ich war zum ersten Mal dort und es war schön. Es war sauber und schöne Menschen. Es war Frühling auch und ich habe mir gedacht, wow, das ist sehr, sehr viel Grün. Und ich habe gedacht, okay, ich kann mich gut vorstellen, hier leben zu können. Du warst vorher noch nie in Wien? Ich war vorher noch nie in Wien. Spannend. Und und sie haben mich sofort gemocht dort in der Bank. Und ich habe mir gedacht, okay, also frisch Student. Ich habe okay. Lass uns arbeiten. Und wie hast du dich dann eingefunden? War das leicht für dich? Am Anfang ich musste die Sprache wieder auffrischen, weil ich war lange nicht mehr und das Deutsch in Wien ist nicht das Deutsch in Frankfurt, ja. Und so. Aber es geht schnell und man adaptiert sich schnell. Die meisten reden auch Englisch, aber mein Deutsch war gut genug, um mich zu verständigen und mittlerweile, ja, ist Deutsch nicht meine Muttersprache, aber fast Onkelsprache. Möchtest du in Wien bleiben? Ja, ich möchte auf jeden Fall immer einen Bezug zu Wien haben, aber mein Ziel wäre irgendwie ein bisschen mich zu bewegen, also Zeit in Paris zu verbringen, Zeit in Berlin immer, weil ich mache Comedy auf Deutsch, auf Englisch und Französisch, Schauspiel genauso und ich möchte dementsprechend auch mein internationales Profil irgendwie auch in dem Beruf haben. Also, toll wäre ein Projekt in Paris, 3 Monate in Paris, dann in Berlin, Auftritt in Berlin und dann Los Angeles und dann das wäre cool. Mhm. Aber immer einen Fuß in Wien zu haben, irgendwie, ja. Hast du schon viele Freunde gewonnen? Also hast du schon ein gutes soziales Netzwerk? Ja, schon. Ja. Du bist ja sehr offen und kommunikativ. Ja, das ist für mich, ich glaube, was mir am leichten fällt, ist neue Freunde zu machen, glaube ich. Ja. Und wir kommen schon eigentlich zu dem, was du schon vorhin gemeint hast, zur Liebe. Mhm. Das ist natürlich ein interessantes Thema, das verwertest du auch sehr schön und sehr vielfältig auch in deinen Kabarets. Ich sage immer, den Sinn erhält das Leben erst durch die Liebe, das sagt auch Hermann Hesse. Und du hast einmal gesagt, dass Wien wie ein Entwicklungsland in Sachen Liebe ist. Bist du noch immer der Meinung oder war das für dich eine Art Kulturschock? Das ist ein bisschen, um die Wiener ein bisschen zu teasen, es ist einfach ein Spiel, wo ich die Wiener ein bisschen, ich mache mich lustig ein bisschen über sie, aber das ist eine sehr große Übertreibung. Ja, Comedy ist Übertreibung. Natürlich, also, in Wahrheit sind die nicht so. Also die Deutschen sind viel mehr so. Also ein Österreicher ist schon, die Deutschen werden sich nicht freuen, aber hat schon ein bisschen mehr Charme und kann, glaube ich, besser flirten als ein der Deutscher. Der Wiener Chinese sozusagen. Ja, aber trotzdem, manchmal ist halt die Sprache halt, ist manchmal ein bisschen zu hart. Hart der Wiener ist oft grantig und grant und flirten passt nicht zusammen irgendwie. Mhm. Wenn du ständig, grantig bist und nicht gut gelaunt bist und alles,
dann wird es schwieriger, mit deiner Frau zu flirten, wenn du so drauf bist. Mhm. Deshalb auch meine Frage, wie findest du dich trotzdem so in diese Kultur ein? Weil der Wiener ist doch eher mehr vielleicht zurückhaltend. Ja, es hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel getan. Ja. Also vor ca. 20 Jahren war es ja noch ganz anders. Ja. Da warst du noch nicht in Wien. Nein. Aber jetzt ist ja Wien sehr vielfältig und bunt. Und ja, dennoch denke ich, dass der Wiener, die Wienerin, ich sage mal, das ist jetzt natürlich jetzt nicht das Gesamtdenken oder Bild, sondern doch eher zurückhaltend. Das heißt, diese Offenheit und das familiäre sozusagen Gefüge, das Zusammensein ist nicht so wie in, ich sage mal, Tunesien oder Frankreich. Wie gehst du damit um, vor allem wenn du jetzt, sage ich mal, ohne Familie da bist? Ja, ich meine, ja, also es braucht Zeit, um ein Wiener oder Österreicher generell, glaube ich, als dass er sich öffnet an einem. Und ja, es ist, aber wenn sie das tun, es braucht Zeit, aber wenn sie das tun, dann sind sie Freunde fürs Leben. Und man kann, das heißt, es braucht Zeit und es ist auch okay, ich habe kein Problem damit. Jeder ist anders, die Österreicher sind anders, die Franzosen sind anders, die Tunesier sind anders. Aber ja, es braucht die Vertrauen nicht, die sind ein bisschen vielleicht am Anfang misstrauisch vielleicht am Anfang und, oder wirken sie zumindest, was sie innen spüren, weiß man nicht. Weil ich glaube, der Wiener zeigt nicht wirklich seine Gefühle. Er kann sich sehr gut freuen und man hat das Gefühl, er ist angefressen, aber innerlich freut er sich. Wenn der Wiener überfordert ist, tritt eine Art Genick-Tourette und eine Lippenlähmung. Und dann kommt dieses Ding. Pff, pff, pff. Wie war dein Urlaub in Mauritius? Je super. Je super, es ist das maximale Level an Freude, das ein Wiener zeigen kann, oder? Je super. Schatz, ich bin schwanger. Du. Je super. Also machen wir alle zusammen. Ich weiß, boah, ein bisschen, vielleicht müsst ihr eure Masken tragen, weil es kommt ein bisschen Keime. Okay, ich will, dass ihr alles macht. 1, 2, 3. Hast du mehr Wiener Freunde oder mehr sozusagen, ich sage mal, Multikulti? Beides, ja. Sehr ausgewogen. Ja. Ich habe dich letztes Jahr bei deinem Programm Schmied d'Amour gesehen. Ja. Und auch kennengelernt, du hast sehr viel über Sex geredet, offensichtlich. Das ist ein Thema, das du sehr gut auch oder gerne im Kabarett verarbeitest. Möchtest du uns ein bisschen so erzählen, wie so dein Zugang ist, warum du das so wirklich so intensiv auch darstellst? Weil der Programm heißt Schmied d'Amour, ja, und ich wollte, also das Hauptthema ist Liebe und Liebe, ein wesentlicher Teil ist Sex natürlich. Und und ich spiele auf die Klischees natürlich der Franzosen. Franzosen sind bekannt, dass sie die besten Liebhaber der Welt sind. Und ich stelle mich so als Lehrer, Doktor, der so ein bisschen Sextipps gibt. Ich versuche nicht zu sehr unter der Gürtellinie zu gehen, aber wenn man über Sex redet, muss man unter der Gürtellinie gehen. Und ja, Sex ist sehr wichtig. Und ich glaube, es gibt viele, viele sexuelle Frust in der Gesellschaft. Sehr viel. Und da es auch viel Pornografie gibt, extrem viel, und viel, man sieht nackte Körper überall und Werbungen etc. Das heißt, man ist übersättigt, übersättigt an Bilder von Sex, aber die Menschen tatsächlich passiert nicht so viel. Oder es gibt ein falsches Bild, erst die Pornografie gibt halt komplett falsches Bild der Sexualität. Also wenn ich mir denke, dass Kinder jetzt eigentlich selber leicht Zugang zu Pornografie haben können und die Pornografie von heute ist nicht die von den 70er. Also die ersten Filme, die ich gesehen habe, das waren die 70er. Weißt du, es waren so happy und wir verstecken uns hinter einem Busch. Und es war sehr, sehr, eine sehr happy, aber jetzt ist es
creepy ist mittlerweile, was man im Internet findet. Und ich glaube, dass die Menschen eigentlich weniger Sex haben als früher, behaupte ich. Und wenn die Menschen sexuell happy wären, dann hätten wir nicht so viele Probleme in dieser Welt. Worauf führst du diese Lustlosigkeit zurück? Also was ist so deine Idee? Die Übersättigung erst. Ich habe jetzt bei dir diese ganze Schokolade gegessen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf die Schokolade. Obwohl, es waren nicht viele. Wenn man zu viel bekommt, dann ist der Reiz weg. Ich finde, wenn ich zum Beispiel, ich war oft im Mittleren Osten, also in Dubai etc., wo die Frauen verschleiert sind etc., aber man hat trotzdem, es gibt mehr Erotik in so einer Gesellschaft, weil man sieht nicht, es ist nur das Spiel der Blicke und man muss ahnen, was unter dieses Kleid sich verbirgt. Und ich finde es sexier, als eine Frau, die rumläuft mit Rock bis, also sehr kurze Röcke und sehr, sehr Dekolletés, die bis zum Bauchnabel gehen mittlerweile. Es macht meine Lust weg. Ich finde das vulgär. Und, es gibt mir nicht Lust. Ich will es selber ahnen. Ich will selber entdecken. Das heißt, deine Fantasie soll angeregt werden und nicht gleich alles sichtbar sein. Genau. Das Verborgene macht auch sozusagen Lust. Ja, sozusagen. Ja. Was macht deine Frau faszinierend? Du hast sie schon erwähnt, das Sinnliche, das Versteckte, das Verdeckte. Was noch? Einfach das... die Sinnlichkeit, die Art, sich zu bewegen, die Augen. Also ich bin ein Gesichtsmensch, für mich ist der Gesicht, und glaubst du oder nicht, das Erste, was ich schaue, ist eigentlich die Augen und die Nase an einer Frau. Das ist das Erste, was ich schaue. Wirklich? Ja, ja. Eine Frau, die eine schöne Nase hat, macht mich ganz... ganz verrückt. Das ist für dich eine schöne Nase, gerade eine klein? So ein bisschen leicht mit kurvig und ja, klein und süß und ja. Was fasziniert mich? Ja, das ist eine interessante Frage. Das fasziniert mich, wenn sie nicht nur das Aussehen, aber auch die Intelligenz hat, die dass man auch Humor, also Frauen, die Humor haben, die intelligent sind, gefallen mir sehr. Und das ganz gesamte Paket halt. Ich finde, dass es in Wien sehr viele schöne Frauen gibt. Ja, extrem. Also das muss man wirklich sagen. Ja. Also auch durch die, sagen wir mal, Vermischung, unter Anführungszeichen. Also meine Freunde, die mich besucht haben über die Jahre, die sagen, okay, Walid, ich komme dich besuchen aus Paris, aus Tunis, waren immer alle, wow, das hatten wir nicht gewusst. Nicht ich? Also, ja. Ich sage, ja, sag's nicht weiter. Deswegen bist du auch da wahrscheinlich, unter anderem. Das ist völlig einer der Gründe, warum ich geblieben bin, ja? Ja, genau. Doch, jetzt 15 Jahre, oder? Wenn ich 13, ja. 13. Und doch gibt es so viele Singles, das ist auch für mich und für viele nicht erklärbar. Viele suchen und finden einander nicht. Das ist ungefähr so, als würde man eine Nadel im Heuhaufen suchen. Es gibt so viele Plattformen und ich sehe auch in meinem Umfeld und in meiner Praxis Personen, vor allem auch Frauen, die sich wirklich sehnlichst eine Partnerschaft wünschen. Und Frauen, die intelligent sind, wirklich auch Niveau haben, auch hübsch sind und natürlich. Und ich stelle wirklich die Frage, warum? Damals war es früher, gell? Also damals, also die Generation von unseren, also Großeltern, also das war viel romantischer. Man verliebt sich und okay, und das war dann klar, okay, ich liebe diese Frau, ich will heiraten und wir gründen eine Familie und das war so selbstverständlich. Heute, wir sind so in der Konsumgesellschaft, wir konsumieren und schmeißen weg. Also genau. Generell die Güter, ist es so. Mein Vater hat noch seine Schuhe von vor 30 Jahren, die sehen schon noch gut aus. Meine Schuhe nach einem Jahr sind weg, die schmeiße ich weg. Ne? Und das ist auch das Gleiche bei den Menschenbeziehungen irgendwie. Man will das Perfekte, man will immer die Perfektion. Ne? Man will, sie muss so und so sein, sie muss... Und man ist schnell gelangweilt. Hein? Wie lange schaut man ein Video heute auf
Also die jungen Leute, also die, es gibt Studien, schauen sich im Schnitt 30 Sekunden, 30 Sekunden, okay, weg. Mhm. Sogar, ich bin auch so geworden mittlerweile. Ja. Ein Film, ich gebe 10 Minuten einen Film, bis er mich nicht reißt, dann weg. Und das hat sich auch irgendwie, weil wir leben zu sehr im Konsum und wir konsumieren alles. Wir konsumieren Liebe, wir konsumieren Alkohol, wir konsumieren Drogen, wir konsumieren, es ist einfach zu viel Konsum und zu wenig Ruhe und zu wenig Spiritualität irgendwie. Aber, okay, zurück, was war noch die Frage? Das heißt, wir legen den Menschen sozusagen in den Warenkorb und schmeißen den, wenn der einfach nicht mehr interessant ist, einfach weg. Ja, genau, das ist das eine. Und das zweite ist, dass mittlerweile die nicht ursprünglich, aber die traditionelle Rolle der Frau und der Männer haben sich ein bisschen verschoben. Durch Feminismus, glaube ich. Feminismus hat eine große Rolle gespielt seit den letzten Jahrzehnten, dass man irgendwie, wir sind zu einer Competition gekommen zwischen Mann und Frau. Irgendwie. Mhm. Und zu einem Antagonismus. Und jetzt auch diese, irgendwie, es ist fast heutzutage, wenn ich eine Frau, eine fremde Frau anspreche auf der Straße, weil ich sie hübsch finde, könnte sie sagen, dass ich belästige. Sie könnte mich theoretisch sagen, ich fühle mich belästigt, ich fühle mich... Und auch viele Männer haben Angst, Frauen anzusprechen heute. Weil genau das, sie haben Angst davor, weil überall jetzt, oh, was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen. Und Frauen vermissen Männer, die einfach hingehen und sagen, okay, du gefällst mir und lass uns... Ich glaube, sie wünschen sich das. Aber unsere Gesellschaft, die sehr Feminismus dominant ist, trauen sie sich nicht mehr, weil sie Angst haben, irgendwie was falsch zu machen, etc. Obwohl es das eigentlich das ganz Normalste der Welt wäre, dass wenn ein Mann eine Frau sieht, sie einfach hingeht und anspricht oder aus meiner Erfahrung und aus der sozusagen auch meiner Praxis höre ich sehr oft, dass Frauen sagen, sie fühlen sich irgendwie zu schnell als Sexobjekt gesehen. Ja. Und ich glaube, da kommen Männer und Frauen vielleicht nicht so zusammen. Und im Grunde genommen braucht die Frau so dieses wirklich auch das Geistige, das Emotionale. Und wenn das nicht angesprochen wird, verschließen sie sich einfach. Und das ist auch verständlich. Ja. Total. Ja, ja. Und ich glaube, da ist sozusagen auch der Unterschied zu sehen. Ja. Dass Männer vielleicht viel zu schnell, ich sage mal, zur Sache kommen wollen und so eben dieses Wie schon weg oder Warenkorb entsorgt. Also man fühlt sich ja wirklich schon als Ware. Und das, was du nämlich ansprichst, wo du sagst, ja, es braucht einfach diese Zeit, ja, dieses Begehrens, ne, also das Begehrt zu werden, das ist ja genau das Spannende und die Leidenschaft zu spüren. Und das geht verloren. Ja. Und ich glaube, auf Französisch sagt man faire la cour. Mhm. Es gibt dieses Spruch gibt es schon seit Jahrhunderten. Faire la cour, also genau übersetzt, faire la cour ist der Hof. Hm? Das Hof machen im Sinne. Ja. Das sagt man auch so. Er muss irgendwie la courtisane, also er muss sie. Umwerben. Umwerben, genau. Und wie du sagst heute, entweder, was ich gesagt habe, entweder sie trauen sich nicht, die Männer, oder sie gehen viel zu schnell und umwerben nicht, aber sagen beinhart. Und das geht nicht, weil dann verschließt sich die Frau, genau wie du sagst. Ja. Es muss es muss das Spiel, ein Begehren, aber in unserer Gesellschaft Konsum, das ist, was ich will und ich will das jetzt, und, weil ich habe das Recht dazu. Nein, hast du nicht, nein, so funktioniert das nicht. Und offen gesagt, wenn, ich sage mal, eine Frau nicht so schnell will, ja, aus welchen Gründen auch immer, sagt der Mann mitunter, ist ja wurscht, es gibt ja noch eine andere daneben, nicht? Oder vier andere eben. Sozusagen der Supermarkt der Frauen, und man sagt, na, wenn die nicht, dann die andere. Das heißt, man müht sich, also man nicht mehr müht, sondern man bemüht sich ja auch nicht mehr. Man bemüht sich nicht mehr, bestimmt. Dieses Bemühen, ja, diese Muße, diese Zeit, es braucht ja alles eine Entwicklung. Ja. Und
Das ist so wie beim Theater, ganz ehrlich. Wenn wir jetzt so das Ende vorwegnehmen, gibt es den Höhepunkt nicht. Ja, genau. Und wir machen das so oft, dass man sagt, ja, es gibt keinen Höhepunkt, kein Ende. So, wir beginnen sofort mit dem Ende. Ja, genau. Und dann geht sofort der Vorhang zu. Ja, ja, und das, da fehlt die Spannung, ja, der Aufbau. Ja, ja, weil auch die, es gibt so viele, auch die, ich glaube, das wird unterschätzt, wie sehr die Pornografie auf unsere Gesellschaft links. Es gibt Studien, die, aber man redet nicht davon. Ich glaube, das hat einen riesen Einfluss auf die Psyche. Und auch, weil die Prostitution ist auch, ich meine, auch in Wien, das ist etwas riesig. Also das hat mich auch überrascht, wie viele Laufhäuser es gibt in dieser Stadt. Das ist ein Wahnsinn. Mhm. Und ist das für die Männer? Ist es, okay, dann ist es leicht und dann irgendwie, er behandelt jede Frau so, wie er die Frau im Laufhaus behandelt irgendwie. Also für ihn ist es, ja, man hat, wenn du nicht willst, dann gehe ich halt dort und hol mir, was ich brauche. Ja. Ich sehe das natürlich von der psychologischen Seite und meine, das ist natürlich eine Ausbeutung auch. Natürlich. Also ich sage mal, der Seele, was bleibt zurück? Leere, ne? Wenn wir nur konsumieren, ist das ja auch eine Form einer narzisstischen Gesellschaft. Ja. Also ausbeuten, nehmen. Ja, genau. Wieder wegwerfen, das hinterlässt ja Leere. Also ich glaube nicht, das hinterlässt Leere, genau. Ja, richtig. Und richtig. Hast du das Gefühl, dass sich das irgendwann einmal ändern wird? Also so, dass das Pendel sozusagen von der einen Seite des Extrems wieder in die andere schlägt? Ich hoffe und ich denke, wahrscheinlich, weil ich glaube, wir haben jetzt ein Extrem, das ist ein Extrem auf der anderen Seite gegangen, wo ich glaube, viel mehr Konsum und Kapitalismus ist, glaube ich, schwierig. Wir haben jetzt den Höhepunkt erreicht. Ich glaube, wir haben mittlerweile so, es gibt mittlerweile die super, super Reichen, die 1% und der Rest der Welt. Und man kann alles kaufen heutzutage. Man kann ein Baby kaufen, wenn man will, wenn man Geld hat. Man zahlt irgendeine Frau in Afrika, die für dich gebärt und die dann. Also mittlerweile ist alles eine Ware geworden. Auch das Leben ist eine Ware geworden mittlerweile. Mehr geht's nicht eigentlich. Es kann eigentlich nur in die andere Richtung gehen. Aber ja, wie das passieren wird, keine Ahnung. Aber wie geht's dir damit? Also wie gehst du damit um? Wie gehe ich mit? Ja, mit sozusagen dieser Entwicklung. Ist das etwas, das dich auch irgendwo berührt? Oder macht das etwas mit dir auch? Weil du bist ja natürlich auch Teil der Gesellschaft. Ja, schon, natürlich. Und ich bin von der Generation irgendwie, wir sind wir haben noch die Gesellschaft vor Internet. Diese ganze, jetzt hat man alles, mit dem Smartphone kann man alles machen, man kann swipen, man kann daten und man kann. Ich bin in den Anfang 80er geboren, das heißt, wir haben noch wir spielen noch im Schulhof und ohne ein Smartphone in der Hand zu haben. Ne? Wie haben wir das damals noch gemacht? Man ist hingegangen, mein erster Kuss war im Kindergarten, ich kann mich erinnern. Die hat mir gefallen, ich bin hingegangen. Ich glaube, Kinder, ganz kleine Kinder sind noch so, ja, weil sie sind noch unschuldig. Sie hat mir gefallen, ich bin hingegangen und habe sie geküsst und dann bin ich weggerannt. Das ist spannend eigentlich, ja, dass wir vorher auch Dates hatten, aber ich finde ein bisschen eine andere Qualität vielleicht. Ja. Was ist Liebe für dich? Also woran erkennst du, dass es Liebe für dich ist? Ich denke so oft an dich. Wir kennen uns schon länger, aber irgendwie sind wir nie dazu gekommen, miteinander zu reden. Und du bist einfach, ich bin verknallt in dir. Ich glaube, ich kann es jetzt sagen. Und ich weiß, es ist Corona. Ich weiß, wir müssen Abstand halten voneinander. Aber ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss dich einfach umarmen. Ich werde dich einfach jetzt umarmen. Scheiße. Du stellst mir eine Frage, was ist Liebe? Wow, ich glaube, seit der Mensch, Anfang der Menschheit versucht man das rauszufinden, was das ist. Aber mein Vater sagt, es gibt keine Liebe, es gibt nur Beweise von Liebe und Aktionen, die beweisen, dass man jemanden liebt.
Also Taten, also nicht Taten. Reden, genau, Taten. Also nicht schöne Worte, sondern wirklich Taten. Da hat er schon recht. Also es reicht nicht zu sagen, ich liebe diese Person und ich liebe sie von fern und rede nie mit ihr und habe nie keinen Kontakt mit ihr. Nein, das ist keine Liebe. Was sind so Taten für dich? Taten, das sind... ich meine, eben Sorgen, sich Sorgen um die Person machen. Da sein, wenn sie uns braucht. Also und ein Freund sein. Ein Liebe hat auch mit Freundschaft zu tun. Also glaub, eine seelische Qualität auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist, was ich mit Liebe verbinde. Es ist eine seelische Qualität. Ja. Mhm. Und natürlich auch, wenn man datet, wenn man flirtet, ist auch, ja, es hat auch mit Liebe zu tun. Aber es ist halt diese spielerische und diese vielleicht kurzfristige Liebe, nicht die langfristige oder so. Aber ja, Liebe sind auch die kleinen Taten, also diese. Wenn man jemanden liebt, dann macht man immer so kleine Taten. Aufmerksamkeit. Du schenkst Zeit vermutlich. Also das heißt, ja, Zeit, sich Zeit nehmen. Also manchmal schließt sich das vielleicht sogar aus, nicht? Also die Verliebtheit und so die seelische Qualität. Also ich glaube, Männer trennen das auch manchmal, ne? Dass man sagt, die Frau liebt man eher seelisch und die andere ist, ich sage mal, eher die Geliebte. Also es findet sich sehr oft, dass man vielleicht die Frau, die man wirklich seelisch liebt, gar nicht so sehr begehren kann. Also da trennen manchmal Männer auch sehr. Stimmt, ja. Ja, ich glaube, Frauen können das auch trennen. Ja, ich sage jetzt nicht nur Männer, aber dadurch, dass ich jetzt anspreche. Das stimmt, ja. Ich meine, viele Paare, die sich lieben, ich kenne Menschen, die sagen, ich liebe meine Frau, die ist die Mutter meiner Kinder, ich werde immer mit ihr sein, aber haben auch irgendwie andere Frauen, mit denen sie was anderes machen, als was sie mit ihrer Frau machen. Mhm. Warum bist du so? Und ich finde das gerechter irgendwie. Ich finde das mehr in Ordnung, als seine Frau nach 20 Jahren zu verlassen, um eine jüngere Frau zu nehmen. Ich finde es anständiger. Was ist anständiger? Ich finde anständiger, seine Frau zu, jetzt provokativ zu sein, zu betrügen, aber dass sie, also was anderes mit anderen Frauen zu haben, aber trotzdem seine Ehe respektieren, trotzdem die seine Familie zusammenzuhalten, als seine Familie zu trennen, um eine jüngere Frau zu nehmen, wie viele Männer machen. Ne? Ist das eher so aus deinem Kulturkreis? Also das ist so ein bisschen geprägt aus deinem Kulturkreis, dass man sagt, vielleicht der Mann hat dann noch eine Zweitfrau? Kann das sein, dass das so eine Prägung ist vielleicht? Ich glaube, das ist überall so, also in Frankreich so. Also Auch Frankreich. Ich meine, jeder, das ist sehr bekannt, das Franzose. Aber im umgekehrten Sinne wäre das okay für dich, wenn das die Frau auch hätte? Also wenn für mich, wenn es ausgemacht ist, dass man sagt, beide bleiben zusammen. Ich finde, da bin ich schon ein Feminist, wenn ich sage, ich sehe wirklich nicht, warum ich etwas durfte und meine Frau genau das Gleiche nicht durfte. Mhm. Das verstehe ich nicht. Wenn der Mann das macht, dann darf die für mich. Aber es muss ausgesprochen sein, also nicht sozusagen heimlich. Ja, genau. Es muss schon. Klarheit und Transparenz. Genau, ja. Mhm. Ich denke schon, ja. Das heißt, du würdest aussprechen und dann gemeinsam eine Vereinbarung treffen. Vertrag unterschreiben. Aha, okay. Aber es ist wichtig für dich, dass es irgendwo klar ist für beide. Also nicht hinterrücken. Ja, schon. Ja, genau. Nicht hinterrücken. Ja. Das macht den Unterschied. Es macht den Unterschied, genau. Ja. Mhm. Ja. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Was ist denn so Sinnlichkeit für dich? Also Sinnlichkeit mit all den Sinnen wahrzunehmen, zu berühren, zu spüren, ist das für dich wahrscheinlich sehr... Wie du sagst, die Sinnen, riechen, sehen, berühren, tasten, hören, somit also schmecken, natürlich. Du bist ein Genussmensch, genau. Also das sieht man. Ja. Und das ist es.
Und ich glaube, Frauen liegen viel Wert darauf. Ja. Also meine Ex-Freundin sagte mir, das Erste, was ich an einem Mann denkst, ist, wie er riecht. Das ist, ja, das ist aber... Ja. Also ja. Wenn... Üblich, ja. Also, ein Mensch, ein Mann, der sagen wir, schier ist, der überhaupt nicht gut ausschaut, der gut riecht und gut angezogen ist und die Frau zum Lachen bringt, wird die Frau nach Hause nehmen und nicht der Schönling, der nichts zu sagen hat und gut riecht, jeder kann gut riechen. Aber also jetzt zum Humor, yeah. Mhm. Der schiere Typ mit Humor hat mehr Chancen als der Schöne ohne Humor. Das auf jeden Fall, ja. Das kannst du bestätigen wahrscheinlich, ja. Das auf jeden Fall, ja. Humor ist sehr, sehr wesentlich. Aber du sagst einfach, der Geruch ist natürlich auch entscheidend. Also man sagt ja auch, man kann den anderen riechen oder nicht riechen. Also das ist ja auch aus der Psychologie nachgewiesen. Ja, ja. Also der Duft sozusagen, der Geschmack des anderen. Ja. Mhm. Ja. Das heißt, du nimmst sehr natürlich auch mit deinen Sinnen wahr. Du bist ein sehr sinnlicher Mensch. Ja, und das lernt man auch im Schauspiel. Auch wenn man eine Schauspielausbildung macht und sich mit Schauspiel befasst, dann wird man noch mehr sensibel zu den Sinnen eigentlich. Du bist aber Single? Ich bin Single, ja. Warum bist du noch Single? Ich meine, du bist ein sehr attraktiver Mann. Was bewegt dich noch Single zu sein? Möchtest du dich noch nicht festlegen? Oder? Ja, also ich hatte eine lange Beziehung, die ich dann, die wir beendet haben, weil ich doch nicht bereit war für ein Lebenscommitment, würde ich sagen. Ich war noch nicht bereit dazu. Und seitdem bin ich ein Schmetterling, der von Blume zu Blume... Spannend, dass du das sagst. Ist so ein Klischee. Das ist so spannend, dass du sagst. Ich habe jetzt das nächste Frage. Ja. Bist du ein Schmetterling, der schwer zu fangen ist und von Blüte zu Blüte fliegt? Genau. Das wäre meine nächste Frage. Ja. Also ich glaube, ich habe dich gut eingeschätzt. Ja, du hast mich gut eingeschätzt. Ja, und ich immer, also falls die Blume irgendwie sich klappt oder so, dann... Bist du weg. Dann bin also man darf dich nicht fangen mit einem Wort. Oder? Ja, also bis jetzt ja. Und das ist auch, glaube ich, das typische Muster, glaube ich, wenn man sein Herz gebrochen hat, dass man irgendwie, wenn man spürt, dass eine Frau irgendwie, sie wird so wichtig und man hat so eine Beziehung, dass sie dann in der Lage wäre, dich zu verletzen, dass du dann die Tür zumachst. Und, wow. Das hat mir eigentlich ein Comedian gesagt, weil wir reden über, wie man Jokes, wie man Witze über das Thema schreibt. Und dann hat mir gesagt, eigentlich, weißt du, was du machst? Du schließt dich, sobald du spürst, dass eine Frau dich verletzen könnte, dann, und das stimmt. Mhm. Das heißt, du fürchtest dich dann. Ja. Und man versucht... mehr an der Oberfläche zu bleiben. An der Oberfläche zu bleiben, ja. Wenn es zu... aber es ist schwer. Es ist schwer. Aber mittlerweile, ich weiß, dass ich irgendwann auch, also ich werde nicht ewig auf Tinder sein. Das heißt, du bist auch verletzt worden, wenn ich offen fragen darf. Du musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber du hast auch erlebt, dass die Frauen verletzt haben. Ja, natürlich, ja. Mhm. Ja, ich denke, die Verletzungen, die spüren wir alle und das sind Wunden, die nicht so schnell verheilen. Ja, stimmt, ja, und das ist nicht so zu, weil... Ja, es ist Liebe, es ist nicht so, man denkt sich, okay, es ist nicht so schlimm, du hast einmal dein Herz gebrochen gehabt, aber es ist schon eine seelische Wunde, schon, es ist schon eine, natürlich, ich habe lieber mein Herz gebrochen, als Bomben über mein Dach zu kriegen, natürlich, aber es ist nicht zu unterschätzen, was das macht eigentlich. Ja. Auf der anderen Seite, wenn das so oft oder lang verschlossen bleibt, dann vermisst man oder dann entgeht natürlich auch das berührt werden und das berührt sein und die Liebe, ne? Die wahre Liebe, nämlich die wirklich auch berührt und tiefer geht. Genau. Ja, weil, wie gesagt, das andere ist ja eher oberflächlich und hohl. Ja, das berührt ja, es ist auch schön für eine Weile, wirklich, wo das wirklich ernst wird, ist auch eigentlich ganz, ganz schön, aber irgendwie, wie in unserer Gesellschaft, geht es ein bisschen verloren irgendwie. Ja, diese. Aber vielleicht sind wir die Generation, die ein bisschen später ist, weil mein Vater sagt mir immer, es ist Zeit,
bis bald 40. Ich meine, ich habe geheiratet schon, ich war 31 und das war schon spät für mich. Mhm. Aber wir sind eine andere Generation irgendwie. Mhm. Wir sind ein bisschen länger, also, was du auch gesagt hast. Teenagers geblieben irgendwie. Ja? Genau. So mit 25 war ich voll ein Teenager eigentlich. Mhm. Also ich habe gespielt wie ein Teenager gelebt, irgendwie ein bisschen. Aber vielleicht lebst du auch nach dem, so ein bisschen warten, ob es vielleicht noch was Besseres gibt, nicht? Also so ein bisschen auch. Ja, also nicht rushen. Und irgendwie, ich versuche jetzt alle Entscheidungen, die ich treffe, irgendwie, dass sie organisch sind und dass sie wirklich aus dem Bauch heraus sagt, das ist das Intuition, Richtige. Oder? Intuition, ja. Das ist das Schöne. Ja. Das heißt, du bist sehr gut mit dir oder mit der Intuition verbunden? Ja, schon. Das ist schön, ja. Schon, ja. Das heißt, das hast du nicht verloren? Nee, das habe ich nicht verloren, nein. Mhm. Das habe ich sogar wieder bekommen. Das ist mit schön. Der Zeit. Und ich glaube, Schauspiel und Bühne hat mich auch sehr geholfen, da so authentisch und wirklich in sich spüren. Hilft doch sehr. Was könnten so Männer von dir lernen? Ich meine, du hast so viel sozusagen Background, Franzose, Tunesier, ja, das heißt, es ist ein ganz bestimmtes Temperament. Und du meinst natürlich, ja, so manche Männer können nicht wirklich vielleicht flirten oder was könnte man da noch anders machen? Oder was könntest du da so einen Tipp geben? Ich würde mich jetzt wehren. Wir haben Therapeut irgendwie. Aber ich, zuhören ist eigentlich das, glaube ich, das Wichtigste eigentlich. Mhm. Nicht zu sehr sich, weil ich glaube, das ist eine der Fehler, die Männer oft machen, dass sie, okay, jetzt, ich verkaufe mich jetzt wie in einem, weil wir sind in einer Verkaufsgesellschaft und mein Verkauf, ich bin so, ich habe ein Sixpack und ich arbeite dort und ich verdiene dort und das reißt Frauen nicht, wenn man sich besser zuhören, nicht zu viel reden, also man muss reden und man muss, glaube ich, als Mann da ein Gespräch führen können und nicht umgekehrt, weil beim Date zu sitzen, das habe ich ein paar Mal von Frauen gehört, so Dates, wo der Mann nichts zu sagen hat, ist auch awkward irgendwie. Und die Frau erwartet, dass der Mann redet und dass er führt irgendwie, dass er ein Gespräch führen kann und dass sie nicht unbedingt, okay, und jetzt muss ich umgehen und was machst du und wie. Genau, ne? Das ist ein Fragenkatalog, ne? Ja. Was machst du, was mache ich und so weiter, ja. Aber ja, zuhören ist wichtig und das nicht zu ernst nehmen. Das nicht zu ernst nehmen. Es ist nur, wir sind da, um ein Glas zu trinken, wenn wir jetzt vom Date reden. Ja? Mhm. Und wir wollen einfach dieses Moment genießen und einfach Spaß haben. Und wir sind eh nicht mehr lange da. Ich weißt du, also einfach das auf leichte Schulter nehmen und zuhören und wenn es hilft, ein bisschen was trinken, um entspannter zu werden. Und sie Frau zum Lachen bringen und ein bisschen Humor haben. Am besten, wenn du keinen Humor hast, nicht jeder, dann lerne ein paar Witze einfach, die man. Findest du auch, dass so etwas die Leichtigkeit verloren gegangen ist? Ja, die Leichtigkeit. Also, dass wir mehr so, ja, eben Konsum und alles muss gleich sein, dass da irgendwo so ein Zwang entsteht. Also, dass so diese Leichtigkeit, wie gesagt, wie ein Schmetterling vielleicht verloren geht, dass man, es geht verloren. Es geht verloren, definitiv. Aber ich finde, Wien ist also eine Stadt, die noch dieses Gemütlichkeit hat, und das ist selten heutzutage. Ja, das stimmt, ja. Wo man kann, es ist keine stressige Stadt, man kann ruhig spazieren und das ist perfekte Stadt zum Daten, zum Flirten eigentlich. Das ist, weil Paris ist nicht mehr Flirtstadt, nicht mehr, schon lange nicht mehr. Mhm. Es ist zu stressig, die Leute sind zu hektisch. Du kannst nicht mehr flirten in Paris. Nicht mehr? Doch. Stadt der Liebe? Stadt der Liebe. Wien ist mehr eine Stadt der Liebe, finde ich. Wow. Ja. Hat sich das so verändert? Ja.
Weil Paris, ich weiß nicht, ob du die letzte in Paris, aber Paris ist jetzt mittlerweile eine schwere Stimmung. Es ist ein bisschen überall so, aber Wien ist noch eine Stadt, wo man noch ein bisschen verträumt gehen kann. Und ich meine, eine Stadt wie London zum Beispiel ist auch so ein, so diese Riesenstädte irgendwie, die sind zu teuer und keiner hat Zeit und die Leute sind ein bisschen mehr. Mhm. Méfiant, also distanziert, oder? Ja, distanziert, ja, was will er von mir? Misstrauisch. Mhm. Was in Wien ein bisschen, aber nicht so eigentlich, ja. Also die Wiener, du kannst ganz normal mit einem Wiener reden auf der Straße. Mhm. Mit Pariser oft, was will er von mir? Okay, ich muss aufpassen, weil es auch, Kriminalität ist auch, spielt auch eine Rolle. Wien ist eine Stadt, wo Kriminalität eigentlich im Vergleich zu anderen Großstädten niedrig ist. Provozierst du gerne? Zumindest auf der Bühne jetzt. Nicht im Real. Was ich auf der Bühne mache, empfinde ich nicht als Provokation. Sondern? Zumeist jetzt bezogen auf den Sex zum Beispiel. Ja, allgemein, jetzt nicht nur Sex, sondern. Ich versuche nicht zu provozieren. Ich versuche, die Menschen zu unterhalten und irgendwie auch meine Werte zu transportieren. Mhm. Ich versuche ehrlich zu sein, immer auch im Leben. Und, aber die Direktheit kann manchmal auch eine Provokation sein, wenn du wirklich so ehrlich auch bist. Ja, also ich finde nicht die Figur, die ich auf der Bühne spiele, ich finde sie nicht als provokant. Ich finde sie verspielt, ein bisschen verrückt, aber provozieren nur, wenn es ein Sinn, nicht Provokation for the sake of Provokation. Provozieren, wenn es einen Sinn hat und wenn man damit irgendwie eine Idee geben will. Aber nee, ich finde nicht, dass ich provoziere. Ich bin eher ein diplomatischer Mensch. Ich bin ein Mensch, ehrlich, der verbindet. Oder? Du bist schon ehrlich. Ja. Ich bin ehrlich. Und wenn ich, aber ich versuche es auf eine Weise zu transportieren, die. Mhm. Ich bin auch ein Konfliktlöser und ein Konflikt. Ich werde versuchen, wenn der Konflikt nicht wert ist, ich werde versuchen, arrondire les angles, sagt man auf Französisch. Mhm. Das zu einem Kreis machen. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch auch habt. Aber ich bin eher jemand, der versucht, Konflikte zu lösen. Aber ich habe noch meine Überzeugungen, wenn ich an was glaube. Und wenn ich glaube, dass das richtig ist, dann stehe ich dazu. Bist du auch ein bisschen so wachrütteln? So, hey, wacht auf, das Leben ist Liebe, Spaß und Vergnügen und nehmt das mit Humor und nicht so ernst? Ja, schon. Ja. Also Humor ist sehr wichtig, besonders heutzutage. Es ist das Einzige, was uns übrig bleibt eigentlich, ja? Weil momentan unsere Freiheiten sind begrenzt. Was wir tun können, ist begrenzt. Also Lachen kann eigentlich keiner wegnehmen. Ne? Ja, das ist unsere Freiheit. Ja, genau. Und man sollte man in der Lage sein, über alles zu lachen. Und kein Thema sollte ein No-Go sein eigentlich. Man kann dann vielleicht von sich geschockt sein oder sich selber sagen, okay, na, ich finde es nicht okay, das zu sagen, okay, aber ich habe das Recht, das zu sagen. Man in einer freien Gesellschaft muss man akzeptieren, auch wenn es mir nicht gefällt, er hat das Recht zu sagen, was er will, eigentlich schon, in Theorie. Lachst du auch über den Schmerz hinweg? Ja, natürlich, umso mehr. Ja? Ja, klar. Ja? Ja. Mhm. Wie machst du das dann? Ja, man muss irgendwie in dem Schmerz, in Tragik ist Komik immer. Mhm. Und in jeder Tragödie ist auch Komik drin. Also man lacht auch, weil zum Beispiel, wenn du jemand in der U-Bahn-Station geht die Treppen oben und fällt kurz runter. Du lachst. Das ist ein Reflex. Mhm. Weil in diesem Moment fühlst du dich überlegen und es ist ein Automat, du lachst, es ist ein Lachtrigger. Und es ist nicht, weil du ein böser Mensch bist, weil es einfach so, weil es ist man lacht, weil der andere Mensch auch weil er schmerzt, weil er ich meine, natürlich, wenn er sich was bricht, dann ist es, aber der erste Reflex ist zu lachen. Und man muss über seinen eigenen Schmerz lachen, ja, weil sonst ich meine, die Juden sind sehr stark darin, das über ihr eigenes Leiden zu lachen. Und man muss über sein Leiden lachen, weil so kann man heilen.
mit dem Lachen, dass man die Ironie da, da sieht. Eine meiner Lieblingscomedians in Frankreich hat einen Sketch über Krebs gemacht. Sein Onkel ist gestorben an Krebs, also zwei von seiner Familie. Und er hat einen Sketch über Krebs gemacht. Und es ist zum Tränenlachen, dieses Sketch über Krebs. Erzählt, wie der ganze Weg von seinem Onkel, von Krebs bis zu Tod, erzählt das in einem und bringt die Leute zu lachen. Und er hat selber gesagt, Leute, die Krebs haben, haben ihm geschrieben. Das ist so. Und auch, und die Schwere, das ist auch, wenn jemand behindert ist zum Beispiel, oder wenn einer Behinderung hat. Er will nicht, dass man so, oh, es tut mir leid für dich, kann ich dich. Die hassen das immer, oder? Mitleid, also wir mitleiden. Wir mitleiden, ja. Nein. Also sogar, wenn man sich lustig über sie macht. Mitgefühl ist was anderes als Mitleid, ja. Genau, wenn man sich lustig über sie macht, das heißt, man ist auf der gleichen. Ich sehe dich als Mensch genauso wie ich und ich kann mich auch lustig über dich machen. Und viele haben lieber, dass man sich lustig über sich macht, sogar lustig über ihre Behinderung macht. Weil das macht sie dann zum Menschen wie jeder andere. Warum dürfte man sich nicht über ihn lustig machen? Weil er eine Behinderung hat, ist er nicht so wie wir. Deswegen darf man nicht über ihn lachen. Und über jemanden lachen ist auch mitlachen. Aber es ist natürlich die Frage, welche Qualität auch. Also genau, ja, klar. Es muss sehr feinsinnig sein, dass man den anderen nicht auslacht oder erniedrigt. Genau, also nein, das ist natürlich eine Gratwanderung. Ja, da muss man den anderen vielleicht auch schon kennen. Ne? Ja, sonst genau. Sonst kann das auch vielleicht erniedrigend wirken. Ja. Klar, aber also, ja, ohne Lachen würde das Leben keinen Sinn machen. Ne? Weinst du auch? Ja, sicher. Klar, sehr oft. Also das heißt, du bist ein sehr intensiver Mensch, dass du so die Gefühle auch ausdrücken kannst, klarerweise als Künstler, Schauspieler. Ich glaube, das lernt man auch irgendwo, aber das hast du auch in dir. Aber das macht ja auch diese Vielfalt aus, ja, dass du so auch das Leid, den Schmerz auch genauso nehmen kannst wie jetzt die Freude. Und du hast, genau, und für mich ein Beispiel von mir, also ein Künstler, den ich sehr mag, der leider gestorben ist, Robin Williams ist ein guter Beispiel zum Beispiel. Genau. Einer der besten Comedians ever und auch eine der besten Schauspieler überhaupt, der dich sowohl mit seinen verrückten Schmähs als auch mit seinen dramatischen Rollen wirklich auf beide Ecken des Spektrums berühren kann. Ne? Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Aber er hat sich ja das Leben genommen. Er hat sich das Leben genommen. Ja, aber das ist genau die Kehrseite. Das ist die Kehrseite jetzt. So wie bei den Clown, nicht? Also die sind immer nicht nach außen lustig, aber innerlich sehr traurig oft und depressiv, ja? Ja, und oft ist der Humor irgendwie ein Weg, sein eigenes Leiden zu vergessen oder zu kaschieren auch, ja. Zu processen irgendwie, aber ja, ja. Sie tragen ja auch oft Masken, ja? Also sie zeigen sich ja nicht, verstecken sich sehr. Ja, ja. Aber Robin Williams hat sich gezeigt, ja. Was verstehst du unter Lebenskunst? Ich meine, du bist Künstler. Was ist so für dich Lebenskunst? Bist du ein Lebenskünstler? Siehst du dich als Lebenskünstler? Was heißt Lebenskünstler für dich? Ja, die Frage an dich. Ah, okay. Ja, ja, schon. Ich lebe mich als Lebenskünstler. Ja. Das Leben ist eine Bühne. Die ganze Welt ist eine Bühne. Und jeder spielt so seine Rollen irgendwo. Jeder spielt seine Rolle. Oder? Spielt seine Rolle. Und ja, man ist, ja, wir sind, es ist eine Riesenbühne und man muss das Beste draus machen, um irgendwie Spaß zu haben und irgendwie das so aufregend wie möglich zu machen. Also ich freue mich. Deswegen, ich bin immer sehr oft zu Fuß unterwegs und ich lächle Menschen an und ich versuche mit fremden Leuten zu sprechen, manchmal sogar. Man muss irgendwie alles nehmen, was da ist. Ja? Es passiert mir, dass ich manchmal eine halbe Stunde mit einem Obdachlosen sitze und fange an mit ihm zu reden, eine halbe Stunde lang. Und dann einfach, wow, krasse Geschichte eigentlich. Mhm. Und das ist, Wien ist eine Stadt, wo man das so, finde ich, dafür super ist. Wien ist ja, ich glaube schon das 10. Mal, die lebenswerteste Stadt, gleichzeitig auch die grantigste. Ja. Also wir sind ja da auch an erster Stelle. Wie erlebst du das? Ich meine, das hat ja viele Facetten natürlich. Das ist ein lustiger Paradox natürlich. Ja, genau. Für einen Comedian ist es natürlich sehr, 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 es bietet einiges Material da, warum, und ich glaube, das ist Teil vom, irgendwie, die Stadt wäre nicht so charmant, wie sie ist, wenn es diese Grant nicht gäbe irgendwie. Und ich finde es mittlerweile mit der Zeit sogar
charmant, weil es ist nicht böse, es ist keine negative Energie, diese Grant. Es ist einfach dieses, ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben. Es ist, aber ich, hat so einen Charme irgendwo auch? Ja, also, ja, es hat schon einen Charme. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht aggressiv, es ist einfach diese, ja, irgendwie der Wiener ist sehr oft überfordert und er ist nie zufrieden, die Pariser sind auch so, die sind auch nie zufrieden. Sind das auch so hohe Erwartungshaltungen an sich selbst? Vielleicht auch, ja. Mhm. Vielleicht auch. Ich finde, das passt eh. Hast du an dich sehr hohe Erwartungshaltungen, also privat als auch als Künstler? Ja, schon. Bist du ein bisschen perfektionistisch? Ja, schon. Schon? Schon. Wie zeigt sich das bei dir? Ja, ich bin nie zufrieden mit was ich mache. Könnte immer besser sein. Ja, könnte immer besser sein, ja. Ist das auch dein Motor, dass du weiterkommst und immer besser bist? Ja, schon, aber manchmal ist es kontraproduktiv, wenn man sich zu sehr, wie sagt man, peitscht selber. Aber es geht immer besser, klar, ja, klar. Bist du dir ein Kritiker, ein sehr großer dir selbst? So dieser Kritiker, der immer irgendwo bewertet und beurteilt und sagt, das ist nicht. Und das mache ich nicht bei den anderen, ich bin nur mit mir selbst. Ja. Ah, das heißt, bei anderen bist du toleranter. Ja. Aha, interessant. Ja. Wie gehst du im Allgemeinen mit Kritik um? Also, wenn du vielleicht kritisiert wirst. Also nur wenn es von engen Menschen, die ich ihre Meinung schätze, aber grundsätzlich ist, heutzutage, es gibt immer wieder Nachrichten oder Kommentare irgendwie, Social Media, wo man jemanden, Leute, die dich kritisieren, aber mich sind zum Beispiel die Kommentare auf Social Media sind mir komplett wurscht. Das ich schaue sie dir auch gar nicht an, oder? Und das ist sogar schlecht, weil manche Leute, die Komplimente geben, sollte man schon ein Like geben und dann. Aber ich mag das nicht irgendwie zu sehen, was hat er über mich gesagt? Ah, nett. Das ist mir eigentlich egal, was. Es war schon immer so, ja, es ist mir wichtiger, was ich von mir denke, als was die anderen von mir denken. Ja. Und wenn ich mit mir zufrieden bin, dann passt es. Ja, dann passt es. Wie gehst du mit Neid um? Also man sagt ja auch, wir sind so eine Neidgesellschaft. Man könnte dem anderen vielleicht gar nichts mehr. Ich versuche das überhaupt nicht, mich damit zu befassen. Spürst du das auch gar nicht so? Ehrlich gesagt, nein. Spüre ich nicht. Und das interessiert mich nicht. Mhm. Das ist kein Thema, ich will mich nicht mit dem Thema Neid befassen. Mhm. Es gibt so viele andere, schönere Themen. Neid. Mhm. Neid ist ich meine, wenn es jemandem hilft, nach vorne zu kommen und besser zu sein in seinem Leben, dann warum nicht? Wenn neidisch sein dich vorantreibt, sei Neid. Aber ich glaube nicht, nein, Neid ist schon etwas ungesund. Das heißt, du bist auch Bewunderung, nicht Bewunderung und zu sagen, ich würde gern das erreichen, was er gemacht hat. Aber Neid zu sagen, ja, ich will haben, was er hat, was hat er, was ich nicht habe. Aber das ist halt menschlich. Ja? Das ist ein, man muss auch dagegen kämpfen. Jeder war schon einmal ein bisschen dieses Gefühl von. Na, weil wir immer wieder vergleichen, ne? Wer ist besser und größer? Genau. Und jetzt mit Social Media umso mehr. Genau. Das ist ja auch so manchmal, dieses Kommen, der hat Millionen Likes, Millionen Dings. Und du denkst dir manchmal, okay. Was macht er? Was macht er, was ich nicht mache? Aber man darf nicht, nein, das ist ganz schlecht. Aber wir sind ja auch so konditioniert worden, nicht? Also so klein auch, immer wieder im Vergleich, wer ist besser, größer und schöner, nicht? Und die Leistung zählt. Also ich glaube, jetzt, insbesondere jetzt, ja, weil jetzt wirklich, also du hast Jugendliche, die haben, ich weiß nicht, wie viele Likes und dann für sie ist bam, das ist. Das ist ein Erfolg, oder? Das ist ein Erfolg, ja. Ich meine, sorry, wenn du nur dein oben ohne Fotos von dir oben ohne machst und dadurch 1 Million Likes hast, hast du noch nichts erreicht. Nein. Das ist sehr hohl und leer, oder? Das heißt, das erfüllt doch gar nicht, ja. Das verstehe ich auch nicht. Nein, das ist. Es erfüllt nicht, ja. Es berührt auch nicht. Nein, ich finde, dass die sozialen Medien Pseudokontakte herstellen. Illusion von
etwas erreichen, aber nein, das tue ich nicht. Und ich glaube, irgendwann wird es auch ein... Aber es gibt ja mittlerweile Statistiken, die ja besagen, dass sehr viel Einsamkeit und Isolation dadurch natürlich entsteht und auch diese Leere und diese Sinnlosigkeit sehr stark gelehrt wird. Ja. Weil es berührt nicht, ja. Ich meine, das ist nicht unmittelbar. Aber es gibt beides auf Social Media. Es gibt auch Seiten, die auch genau das... Ja, also auf der anderen Seite gibt es ja die Möglichkeit, wieder ganz tolle Kontakte zu haben. Es gibt beides, also es ist, die Medien sind weder schlecht noch gut. Also es ist aber die Frage, wie nutzt man etwas und Frage, mit welchem Motiv? Genau, was will ich erreichen damit? Genau, Das ist ja auch das Wesentliche. Ja, wir haben ja so vereinbart, auch nicht so zu politisieren, damit wir sozusagen die Schwere daraus nehmen. Aber ich möchte trotzdem die Frage stellen, wie geht es dir jetzt? Ja, also bist du mehr jetzt ein Überlebenskünstler? Hat dir diese Zeit auch Chancen geboten? Das heißt, dass du mehr Zeit für dich hast, neue Projekte anzugehen, neue Ideen zu schaffen. Also siehst du in dieser Krise auch eine Chance für dich, und wenn sie auch nur so klein ist? Ja, natürlich. Jede Krise bietet Chancen. Und ich glaube, beim ersten Lockdown war es so, dass wir waren alle unter Schock, und auf einmal waren wir, also das ganze Leben hat gestoppt auf einmal. Autos fahren, alle sind zu Hause, und dann denkst du dir, okay, was tue ich eigentlich? Und ich glaube, bei jeder von uns war kurz dieser Moment von Introspektion, wo man sagt, okay, was mache ich? Ich habe mich eigentlich auf den ersten Lockdown gefreut, weil ich war so in einem stressigen Alltag, und es war angenehm, auf einmal runterzukommen. Okay, jetzt für ein paar Wochen. Das heißt, du auch die Erlaubnis für jeder runterkommt, sozusagen. Ja, das heißt. Und denkst du, okay, jetzt kann ich überleben. Und ich bin irgendwie auf diese Songparodien gekommen, jetzt, die sich in Corona gemacht haben, mittlerweile über 20 bekannte Songs, die ich dann parodiert habe in Bezug auf Corona und der Virus. Und ich wäre nie auf diese Idee gekommen, hätte ich nie gemacht auf diese Weise. Und das hat mich, das hat meine Reichweite auf Social Media verdoppelt fast, also auf Facebook habe ich verdoppelt, weil ein paar davon sind viral gegangen, und das war zum Beispiel eine Chance, die ich, ich habe versucht, mich weiterzubilden, auch online etc. Also, ja, aber es hat mehr, wie sagt man, für Künstler Barrieren und Beschränkungen, als es, natürlich ist es mit den Chancen, man kann sich weiterentwickeln, man kann Sachen machen, aber generell ist es eine riesen Einschränkung. Eine riesen Einschränkung. Ja. Und gerade die Bühne fehlt, das Publikum, das Leben. Ja, das Leben, die Restaurants. Die Restaurants, alles Clubs. Fehlt. Na, das ist klar. Aber du hast eine kleine Chance darin gesehen, sozusagen etwas Neues zu entdecken oder zu erschaffen. Ja, man muss sich adaptieren irgendwie. Man muss sich adaptieren, aber der Mensch kann sich sehr gut adaptieren. Aber was mir nicht gefällt, ist zu sagen, das ist die neue Normalität. Das ist jetzt... Und das, die neue Normalität ist schon, die Worte sind gewählt, die neue Normalität. Und eine Freundin von mir hat mir kurz vorhin geschrieben, sie hat gesagt, die neue Realität, ja. Das ist die neue Realität, aber normal ist es nicht für mich. Normalität ist es nicht. Das heißt, du hast auch die Befürchtung, dass wir uns an das gewöhnen, dass das sozusagen etwas Normales wird. Ja, mittlerweile. Das heißt, Masken zu tragen. Ja. Also ich habe so für mich die Theorie aufgestellt, dass wir schon lange irgendwo Masken in uns tragen. Ja, die Distanz war ja schon vorher spürbar. Ja, und ich glaube einfach, die Masken, also ich glaube, dass die Krise sehr viel aufbricht, was ja schon vorher schwelend da war. Ja, also die Distanz vielleicht, das Misstrauen. Und jetzt sehen wir noch einmal mehr in dieser Distanz. Und ich glaube, das spüren wir jetzt umso mehr. Ja, so die inneren und äußeren Masken. Und der Mensch kann nur leben, wenn er berührt wird, wenn er gespürt wird, weil ich sage das immer wieder, also wenn wir aufhören, einander zu spüren, wahrzunehmen, dann ist das der innere Tod. Das ist wie, als würden wir aufhören zu atmen. Und da sehe ich wirklich die Gefahr. Und ich muss ja sagen, ich habe in meiner Praxis immer wieder Personen, junge Menschen, die zu mir sagen, ich fühle nichts mehr. Wirklich, ich funktioniere nur und ich bin wie eine Maschine. Und das ist so erschreckend. Das ist interessant, aber das ist nicht nur seit der Krise, sondern auch schon vorher. Ja, natürlich durch die Krise verstärkt. Ich glaube, es, ja, noch verstärkt. Also, und ich glaube, viele Menschen spüren
okay, jetzt ist es, wir haben einen Punkt erreicht, der irgendwie nicht mehr, das ist, was ich spüre. Ich glaube, das ist nicht mehr erträglich, wie unmenschlich das jetzt das Ganze wird. Nicht unmenschlich im Sinne von, aber unmenschlich im Sinne von, also wir leben schon in einer Gesellschaft, die eine Konsumgesellschaft, die, wo wir selber sehen, leer ist. Also es ist leer. Es ist nur Ware verkauft. Es hat keinen tieferen Sinn mehr. Plus das noch dazu, dass die Menschen für sich, dann, wie gesagt, dann ist es tot. Dann ist tot. Dann wozu? Na, es ist ja teilweise auch wie eine Geisterstadt, nicht? Das spüren wir natürlich. Ja. Aber das kann uns ja wieder sozusagen auffordern, genau in die Gegenrichtung zu gehen. Genau. Ja. Und ich glaube, genau das wird passieren. Ist das auch eine Chance? Deswegen, ich glaube, ich zum Beispiel, ich spüre, okay, es ist, es ist nicht normal und ich wehre mich dagegen. Mhm. Es ist was wirklich instinktiv. Wie gesagt, ich höre jetzt mehr auf mein Instinktiv, ich befasse mich schon eigentlich sehr mit dem Thema. Aber auch wenn du dich mit dem Thema nicht befasst, auch wenn du keine Ahnung von Medizin oder von Virus hast, du spürst in dir als Mensch, dass es was schief läuft. Du spürst es. Du brauchst keinen. Du siehst in den Augen der Menschen, die Menschen haben Angst, die Menschen sind. Und jetzt mit den Masken sieht man wirklich, weil früher hat man, jetzt sieht man die Augen der Menschen in der U-Bahn zum Beispiel. Die sind erfüllt von Angst und von Misstrauen und von, weil jetzt kann man nur die Augen sehen. Von Traurigkeit, von Resignation irgendwie. Wir sind da, wir schauen runter, wir haben Masken. Oder ins Handy. Ja. Das Handy ist auch eine. Man flüchtet. Und jetzt, wenn wir in unser Handy sind, plus Masken, dann sind wir irgendwie wie Maschinen. Oder? Wie Maschinen, wie Roboter. Ja. Aber es ist ja auch nicht verwunderlich, es sind ja weltweit 350 Millionen Menschen psychisch erkrankt. Also die Dunkelziffer ist ja noch höher. Die Krise hat das natürlich noch gesteigert. Ja. Aber ich sage immer so, die seelische Distanz ist eigentlich für mich ein seelischer Hungertod. Ja. Das ist so, als würden wir täglich Wasser und Brot essen. Wir verhungern regelrecht. Dass wir einander nicht mehr spüren und diese Leere wahrnehmen. Und ich glaube, man braucht auch wieder irgendwie diese Spiritualität, muss wieder kommen. Wie würde das für dich aussehen, wenn du sagst, ich weiß es nicht genau, weil ich bin nicht in der Religion aufgewachsen. Meine Eltern sind nicht sonderlich religiös und wir wurden nie religiös erzogen. Aber ich glaube, Religion ist ein Weg, zum Beispiel wieder diese Spiritualität zu finden. Zum Beispiel, weil ich jetzt es nicht mehr ertrage, ich versuche die U-Bahn zu vermeiden, so viel wie möglich. Früher war ich sehr viel, ich versuche jetzt viel mehr zu Fuß zu gehen oder mit Carsharing unterwegs zu sein. Und dann höre ich Radio. Und weil in der Radio immer diese Spots kommen, von Regierungsspots, Impfen, Maske, blablabla, die ertrage ich nicht, diese Spots. Und ich gehe vom Sender zu Sender. Sobald ich das höre, ich bin weg. Ich will mir das nicht anhören. Und der einzige Sender, Radiosender, wo ich das bis jetzt noch nicht gehört habe, ist der Maria. Und jetzt tue ich nur das. Ich höre nur das und das ist immer Psalmen, Bibel oder irgendwas. Aber es entspannt sich. Oder klassische Musik, aber sogar auf Klassik kommen diese Spots. Aber Maria ist halt, und es ist sehr interessant, die reden über Theologie, über Religion etc. Und das finde ich sehr entspannend und das ist auch was anderes in unserer Zeit, weißt du, dass man einfach wieder Gott, in egal auf welche Weise man sich mit Gott verbindet, aber mit Masken und Distanz zu anderen Menschen wird man sicher nicht Gott finden. Aber ich denke auch, dass wir uns selbst ja auch irgendwo verloren haben, schon viel früher. Natürlich, ja. Also das heißt, durch die diesen Konsumwahn haben wir uns ja selbst verloren und jetzt sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. Und da ist natürlich die Angst, wie gehen wir mit uns selbst um. Ja, deswegen muss jetzt eine Reaktion kommen, eine menschliche Reaktion, weil sonst sind wir wirklich dann enden wir wie in diesen Science-Fiction-Filmen, wie in Matrix oder wie in dieser andere Film mit Tom Cruise, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, weil jetzt mittlerweile, ich schaue mir sehr viele Science-Fiction-Filme, weil jetzt,
ist nicht, nichts ist unmöglich mehr, nachdem was wir jetzt leben. Und es gibt viele, also wo die Menschen dann irgendwie zu Roboter werden und zum komplett unter Kontrolle sind, es gibt viele Science-Fiction-Filme, die darüber reden. Und wenn man sich solche Filme uns in dieser Zeit anschaut, denkt man sich, ah, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht dieses Punkt erreichen. Ja, es ist ja auch nicht Fiktion, aber ich glaube, es gibt schon irgendwann mal bald eine App, die Gefühle benennen kann und auch sozusagen die Stimmungen des anderen wahrnehmen kann, damit wir wissen, wie der andere fühlt oder wie wir selbst fühlen. Also das ist ja auch keine Fiktion. Ja. Ja. Irgendwelche Implantate oder was auch immer. Ja. Was hilft dir in Krisen? Was ist so deine Kraftquelle? Was hilft dir? Meine Kraftquelle ist meine Familie und meine, ich habe jetzt zwei Nichten bekommen und die sind meine Sonne und Kontakt mit Menschen, weiterleben, weiter versuchen normal zu leben und mich weiter und weiter voranzukommen. Ich versuche mich weiterzubilden, online, soweit es geht. Und irgendwie aktiv zu bleiben. Viel Sport machen und nicht in diese Depression irgendwie kommen. Und, ja. Welchen Sport machst du? Ich laufe sehr viel und ich mache ein bisschen Basketball, Fußball, ein bisschen Krafttraining. Und ich meine, als Schauspieler sowieso muss man versuchen, sich fit zu halten, soweit es geht. Aber ja, aktiv zu bleiben. Mhm. Viel laufen, viel. Also Bewegung. Bewegung und andere Menschen sehen einfach tun, als ob dieses Virus nicht geben würde. Und dann merkt man, okay, das ist. Eigentlich kann ich eigentlich normal leben. Ich umarme meine Freunde weiterhin weiter. Wenn sie das, seitdem sie wollen es nicht, aber ich umarme meine Freunde. Und ich wurde mehrmals getestet. Ich habe das Virus noch nie bekommen. Ich war bei Demos, wo die Leute aneinander kleben und ich habe das Virus nicht bekommen. Das ist auch irgendwie für mich auch ein Beweis, dass okay, wie gefährlich ist das? Ja, ich habe es nicht. Und ich bin sehr. Ich wurde nicht einmal krank, seitdem dieses Virus gekommen ist. Kannst du auch vom Glück reden, nicht? Also, ja. Also ich kenne einige, die leider schwer krank sind. Ja, also es gibt solches und solches, ja. Es gibt solches und solches, ja. Stimmt, ja. Bist du gern in der Natur vermutlich? Die Natur? Ja, klar. Kannst du auch entspannen? Ja, natürlich. Ja. Wenn der Vorhang wieder aufgeht, hast du schon neue Visionen, Ideen? Was möchtest du dann machen? Ich würde einfach auf die Bühne wieder. Mit welchem Programm? Bitte? Mit welchem Programm hast du da schon Ideen? Ja, ich schreibe viel momentan. Ich werde noch weitere Videos, also weiterhin Videos posten. Auf Social Media, aber ich will wieder auf die Bühne und ich versuche mal mehr zu schreiben als vorher, damit ich auch besser werde. Wahrscheinlich eine neue Version von Schmidt d'Amour, weil Schmidt d'Amour habe ich bis jetzt nur 4-mal gespielt, das ist nicht genug. Der Programm ist noch nicht gereift, ich muss es mehrmals spielen, um das. Aber es wird wahrscheinlich eine neue. Ich habe das sehr gut gefunden. Danke für, also ich schaue mir sicher noch einmal an. Danke dir. Ja, wirklich sehr gut, ja. Danke dir. Ja. Und versuchen auch in Richtung Schauspiel Aufträge zu bekommen und weiter. Einfach zu arbeiten, tun, was ich liebe. Ja. Mhm. Mehr verlange ich nicht. Was würdest du Personen sagen, die jetzt eben mehr Überlebenskünstler sind und eben durch die Krise sehr betroffen? Was kann ihnen Mut machen? Die Verbindung zu anderen Menschen, und jetzt habe ich Angst, dass vielleicht werde ich ein bisschen politisch, aber ich meine, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, ich sehe momentan nur eine Lösung. Man muss seine Rechte auf der Straße holen, wenn nichts anderes geht. Wenn nichts anderes geht, ist nur, es ist leider so. Es ist nichts Neues in der Geschichte. Irgendwann, also du meinst die Gemeinschaft wieder? Die Gemeinschaft. Aus der Distanz in die Gemeinschaft und füreinander da sein, das meinst du? Oder dachte so füreinander da sein und zu demonstrieren. Also ich war in den letzten Großdemos und es war so ein schönes Gefühl, wieder Menschen, mit Menschen zu sein, die eigentlich nicht viel verlangen. Die wollen einfach normal leben und normal arbeiten. Mehr verlangen sie nicht.
Und das war, sie wollen ihr Leben zurück. Nicht? Sie wollen ihr Leben zurück. Und vielleicht noch besser, als es vorher war. Ja. Ja. Dass es auch eine Veränderung ist. Ja. Ja, also das heißt, du würdest sagen, Zusammenhalt ist sehr wichtig. Zusammenhalt, ja. Und Gemeinschaft, Zusammenhalt. Verbindung, ja. Verbundenheit. Ja. 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 Weil allein die Verbundenheit ist ein Grundbedürfnis, ja, dass wir überhaupt wirklich überleben können. Ja, ja. 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 Ja, lieber Walid, ich danke dir. Möchtest du noch irgendetwas sagen, was dir am Herzen liegt, ohne dass ich jetzt eine Frage gestellt habe? Ja, dann vielen Dank schon, dass ich bei dir sein durfte. Das war ein sehr angenehmes Gespräch und ich wünsche dir alles Gute und gute Gesundheit und auch alle Menschen, die das hören oder sehen, dass sie gesund bleiben und dass sie keine Angst haben sollen. Habt keine Angst. Lebt normal weiter, weil das nur seid glücklich, lacht und seid mit für eure Mitmenschen da. Mitgefühl und Nächstenliebe. Ja, das ist das, was ja, du auch meinst. Mitgefühl, Nächstenliebe und auf sein Herz und seinen Instinkt und auf sein Bauchgefühl haben. Ja. Schön. Genau. Das heißt, auch die Hoffnung ist etwas, die Hoffnung, natürlich. Die groß sein darf und natürlich. Sozusagen gemeinsam getragen werden kann. Humor und Hoffnung ist alles, was wir noch... Humor, Hoffnung, Liebe, oder? Mehr brauchen wir nicht. Genau. Ja, wunderbar, genau. Ein tolles Rezept sozusagen. Genau. Lieber Walid, ich danke dir wirklich und freue mich, dich wieder auf der Bühne zu sehen. Vielen Dank. Wo dein Humor, deine Sinnlichkeit als Mann natürlich auch mit all deinen Sinnen dich wahrzunehmen und auch zu zeigen, deine Leidenschaft auch unter die Haut gehen. Und dass du wieder so Farbe, Buntheit, Lebendigkeit in Grau der Stadt bringen kannst. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, alles Liebe dir. Dankeschön, danke dir. Alles Gute.